Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn ein paar organisatorische Hinweise. Alle Absolventinnen und Absolventen werden während der heutigen Graduierungsfeier fotografiert. Diese Fotos stehen Ihnen dann in Kürze gratis als Download auf der Website der Pädagogischen Hochschule Steiermark zur Verfügung. Wir bitten Sie daher, von privaten Fotos Abstand zu nehmen. Ich danke für Ihr Verständnis. Bitte kontrollieren Sie noch ganz kurz, ob Ihre Mobiltelefone ausgeschaltet sind. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte erheben Sie sich für den feierlichen Einzug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Graduierungsfeier hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark in unserer wunderschönen Aula am Campus Hasnerplatz. Mein Name ist Susanne Linhofer, ich bin Lehrende hier im Haus und leite das Zentrum für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit und ich werde Sie heute durch den Festakt begleiten. Sie hörten eingangs das Brass Quintett mit Studierenden der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Zum feierlichen Einzug spielten sie Trumpet Tune von Henry Purcell. Ich bitte nun den Rektor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Herrn Magister Dr. Herbert Haab, um seine Begrüßungsworte und die Festrede. Sehr geehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, Großeltern, Angehörige und Freunde unserer Absolventen, ein herzliches Willkommen an Sie alle. Der heutige Festakt wird durch die Präsenz hochrangiger Ehrengäste aus dem öffentlichen Leben ausgezeichnet. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich aus Zeitgründen diese Gäste nur in Cumulo begrüße und wir werden sie mit einem abschließenden gemeinsamen Applaus willkommen heißen. Ich freue mich über die Anwesenheit des emeritierten Direktors der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Pädagogischen Akademie, Herrn Hofrat Dr. Roland Schweizer, sowie des Obmanns der Leukämiehilfe Steiermark, Herrn Direktor Oberstudienrat Rupert Tunner, sowie des Vizepräsidenten außer Dienst des Landesschulrates Dr. Dietmar Dragaric. Der Landesschulrat Steiermark ist heute durch Frau Fachinspektorin Veronika Schneider vertreten. Herzlich willkommen. Danke. Ich begrüße die beiden Vizerektorinnen, Magister Renate Gmoser und Magister Dr. Regine Weidlaner, sowie die Leitungsorgane der Institute und Departments, Magister Dr. Erika Rottensteiner, Magister Elgrit Messner, Magister Dr. Werner Moritz und Dr. Walter Vogel
Oberstudienrat Harald Scheiber, die Studiengangsleiterinnen Professor Gerda Kernbichler und Diplompädagogin Elisabeth Bronneck sowie die Verwaltungsdirektorin Diplompädagogin Maria Margit Kaplan. Mein ganz besonderer Willkommensgruß gilt heute aber Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, eigentlich müsste ich sagen, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, denn das sind Sie ab heute. Sie stehen heute im Mittelpunkt dieser akademischen Feier. In wenigen Minuten wird Ihnen zum Abschluss Ihres Studiums der international anerkannte akademische Grad eines Bachelors of Education verliehen. Wir alle in diesem Saal freuen uns wirklich über diesen großartigen Studienerfolg. Der Abschluss eines Studiums ist eine besondere Gelegenheit, ein besonderer Festtag. Sie verdanken Ihren Studienerfolg in erster Linie sich selbst. Aber auch, und das sollten wir am heutigen Tag nicht vergessen, der Unterstützung, die Sie von Ihrer Familie, von Menschen erhalten haben, die Ihnen nahestehen und denen Sie heute ebenfalls eine große Freude bereiten. Ich gratuliere Ihnen zum Abschluss, zum erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums, auch im Namen meiner beiden Vizerektorinnen, im Namen der Institutsleitungen, im Namen des gesamten Professorenkollegiums und im Namen der Damen und Herren unseres Verwaltungsteams. Mit der Verleihung des akademischen Grades haben Sie die Berechtigung erworben, im Lehrberuf tätig sein zu können. Nicht nur in unserem Land, sondern europaweit. Auch das ist zu beachten. Mit dem heutigen Tag haben Sie aber nicht nur eine Berufsausbildung abgeschlossen, sondern Sie haben darüber hinaus etwas erworben, das mehr ist als eine berufliche Qualifikation. In unserer Sprache bezeichnen wir das mit dem Wort Bildung, mit einem Begriff, den es sonst in keiner anderen Sprache, nämlich in dieser umfassenden Bedeutung, gibt. Im Allgemeinen versteht man unter akademischer Bildung die Kompetenz des erweiterten Denkens. Und diese Kompetenz, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, macht vieles möglich. Zum Beispiel ermöglicht erweitertes Denken auch einen erweiterten Blick auf diese Welt. Von seinem Fenster aus nicht nur den Innenhof, die Straße, die Stadt, sondern ein Bild von der Welt vor Augen zu haben. Erweitertes Denken ermöglicht es, Weltbürger zu sein. Erweitertes Denken bedeutet auch, das werden zu können, wozu man besonders befähigt ist, was potenziell in einem schlummert. Bedeutet, das Leben nicht als etwas zu betrachten, sondern immer auch als Gelegenheit zu etwas. Und der Abschluss eines Studiums, eines akademischen Studiums, ist so eine Gelegenheit, seine besonderen Begabungen weiterzuentwickeln, sie vielleicht sogar zur Hauptsache zu erklären. Was ein Mensch ist, das ist er durch die Sache, die er zu seinen macht. An diesem Befund Karl Jaspers, des Philosophen Karl Jaspers, darf ich in diesem Zusammenhang erinnern. Akademische Bildung verpflichtet auch, verpflichtet zu einer besonderen Achtsamkeit gegenüber der Menschenwürde. In Kürze werden Sie dazu ein Gelöbnis ablegen. Mit diesem verpflichten Sie sich, in Ihrem Wirkungsbereich, in Ihrem zukünftigen Wirkungsbereich als Lehrer, auf eine Kultur des zwischenmenschlichen Respekts zu achten und diesen auch entschieden einzufordern, vielleicht auch zu verteidigen, sollte sich das als notwendig erweisen. Eine abschließende Bemerkung. Sie stehen heute
am Anfang eines neuen Lebensabschnittes. Jeder Anfang beginnt mit einem Ende. Mit dem heutigen Tag zählen die Jahre, die Sie an Ihrer pädagogischen Hochschule verbracht haben, bereits zur Vergangenheit. Ab heute sind diese Jahre zu einem festen Bestandteil Ihres Lebens geworden. Wir hoffen, dass Sie sich an diese Vergangenheit in diesem Haus am Hasnerplatz einmal gerne erinnern, dass Sie von Ihrer Hochschule die Erfahrung mitnehmen, dass der Zugewinn an Wissen und Können durch Lernen vor allem Freude bereitet. Vor allem, was die Freude an der eigenen Persönlichkeitsentwicklung anlangt. Sehr treffend hat das einer meiner Kollegen formuliert. Er hat gemeint, er hat Lernen definiert als die Vorfreude auf sich selbst. Ich glaube, diese Definition sagt eigentlich alles, was ich in diesem Zusammenhang gemeint habe. Daher bitte ich Sie, die Erfahrung von Kompetenz ist eines der wichtigsten Sinnmotive im menschlichen Dasein und das trifft ganz besonders auf den Lehrberuf zu. Ein persönliches Anliegen an Sie, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, kann ich zum Abschied nicht ganz unterdrücken. Wo immer Sie in Zukunft tätig sein werden, bitte verstehen Sie sich auch als Botschafter Ihrer pädagogischen Hochschule am Hasnerplatz und halten Sie uns die Treue. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles Gute.
Sie hörten soeben den Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark unter der Leitung von Kollegen Markus Zwitter mit dem Lied Always Be a Child. Liebe Absolventinnen und Absolventen, bitte erheben Sie sich nun für das feierliche Gelöbnis. Ich bitte dafür Frau Dr. Regina Weidlaner, Vizerektorin für die Ausbildung, ans Rednerpult. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben Ihr Studium gemäß den geltenden Vorschriften abgeschlossen, die vorgeschriebenen Prüfungen abgelegt und die geforderten schriftlichen Arbeiten verfasst. Sie haben ersucht, die Verleihung des akademischen Grades in feierlicher Form zu bestätigen. Sie werden nun eingeladen, zu versprechen, sich stets so zu verhalten, wie es Ihre akademische Ausbildung gebietet. Sie wollen also versprechen, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie erworben haben, zu pflegen und ständig durch Fortbildung zu erweitern. Ihr Wissen und Können zum Wohle der Schülerinnen und Schüler ohne Ansehen der Person einzusetzen, die Menschenwürde zu achten, der Pädagogischen Hochschule Steiermark in Treue verbunden zu bleiben und sich des verliehenen akademischen Grades in Leben und Beruf würdig zu erweisen. Sind Sie bereit, dies nach bestem Wissen und Gewissen zu versprechen? Ich verspreche es. Nachdem Sie dies feierlich versprochen haben, wird Ihnen nun der akademische Grad Bachelor of Education verliehen. Bevor wir nun zur feierlichen Verleihung der Urkunden schreiten, bitte ich Frau Amtsdirektorin Gabriele Grübler, Leiterin der Studien- und Prüfungsabteilung, auf die Bühne. Weiters bitte ich den Herrn Rektor Dr. Herbert Harp und die Vizerektorin für die Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark, Frau Magister Renate Gmoser, auf die Bühne zu kommen. Wir beginnen mit der ersten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Hauptschulen. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Frau Adam Kerstin, Bachelor of Education. Frau Beisek Victoria, Bachelor of Education. Frau Bauer Sarah, Bachelor of Education. Frau Magister Brosch Nina, Bachelor of Education. Frau Jöri Nastasia, Bachelor of Education. Herzliche Gratulation.
Wir kommen zur nächsten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Hauptschulen. Frau Habersack, Kerstin, Bachelor of Education. Frau Hager Judith, Bachelor of Education. Frau Hakim Manuela, Bachelor of Education. Frau Kendelbacher Stefanie, Bachelor of Education. Frau Kollega Gisela, Bachelor of Education. Frau Koller Kerstin, Bachelor of Education. Frau Kreiner Nathalie, Bachelor of Education. Wir gratulieren herzlich. Es folgt eine weitere Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Hauptschulen. Herr Lobnik Stefan, Bachelor of Education. Danke der Frau Vizerektorin. Frau Marak Sabine, Bachelor of Education, Bachelor of Education. Frau Meister Monika Notburger, Bachelor of Education. Herr Pierre Kurt, Bachelor of Education. Herr Pleier Gernot, Bachelor of Education. Frau Pucher Tamara, Bachelor of Education. Applaus
und Herr Rastl Johannes, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nun zur letzten Gruppe der Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums für das Lehramt an Hauptschulen. Frau Rita Theresa, Bachelor of Education. Frau Tage Sudhasnir, Bachelor of Education. Herr Ulrich Leopold, Bachelor of Education. Und Herr Waltl Stefan, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch von uns. Ich bitte nun die Absolventinnen des Bachelorstudiums Lehramt für den Fachbereich Ernährung an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen zu uns auf die Bühne. Frau Grabner Doris, Bachelor of Education. Frau Meierhofer Denise, Bachelor of Education. Gruppenfoto. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Zum Abschluss bitte ich die beiden Absolventinnen des Bachelorstudiums Lehramt für den Fachbereich Information und Kommunikation an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen auf die Bühne. Frau Streit Regina, Bachelor of Education. Und Frau Werder Ritznina, Bachelor of Education. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte auch das Rektorat, wieder die Plätze einzunehmen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind nun am Ende der Graduierungsfeier angelangt.
Die Fotos finden Sie, wie bereits eingangs erwähnt, in Kürze gratis als Download auf unserer Website unter der Adresse www.phst.at. Ich möchte Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, an dieser Stelle auf unseren Absolventenverein aufmerksam machen, nachdem es auch unserem Rektorat ein großes Anliegen ist, dass Sie mit unserer Pädagogischen Hochschule in Kontakt bleiben. Der Verein Freunde der Pädagogischen Hochschule Steiermark informiert Sie regelmäßig über Veranstaltungen und andere attraktive Angebote der Hochschule und unserer Kooperationspartner. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Pädagogischen Hochschule Steiermark nun zu einem kleinen Sektempfang gleich gegenüber der Aula in den Multifunktionsraum einladen. Ich wünsche Ihnen, liebe Absolventinnen und Absolventen, noch einen wunderschönen Tag im Kreise Ihrer Familie und Freunde. Vor dem feierlichen Auszug des Rektorates und der Absolventinnen und Absolventen bitte ich Sie nun, sehr geehrte Damen und Herren, sich zu den Klängen der Landeshymne zu erheben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke für Ihr Kommen. Auf Wiedersehen.